Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Ja, wir können unseren guten Remington, der scheinbar hier zu Besuch ist, gleich mal die kompletten Chili-Duos überreichen, die jetzt 25 Freundschaft mit uns bekommen sollte. Ich denke nicht, dass es für ein neues Level reicht, weil ich den jetzt eigentlich nicht so am Schirm habe, dass der bald hochsteigt. Also ist es auch egal, aber hey. Also, nein, wir müssen zu Django, okay? Was ist das für ein Arschloch? Geh hier rein, geh wieder raus, geh rein, geh raus, geh rein, geh raus. Ja, ich habe jetzt eine Abstimmung auf Instagram gemacht, welches Spiel ich denn als nächstes spielen soll. Und ich habe da Life is Strange hingespielt, geschrieben und jetzt, ja, irgendwie ist jeder für Life is Strange. War zu erwarten tatsächlich. Es kommt jetzt eigentlich nicht so überraschend. Leider ist das das seltene gefährliche Duwurstpfeffer. Sieh nur, wie er ein Licht tanzt. Wenn du mir gibst, male ich ihn für dich. Jetzt hat er kaputt gemacht. Sei vorsichtig, junge Handwerker. Das ist ein gefährliches Pulver. Wenn du nicht aufpasst, könntest du tagelang am Fluss hängen. Okay. Geht klar. Musst du Remington. Oh Gott, Lucy. Das ist halt auch so ungefähr der unnötigste Charakter. So. Wo hängt der rum? Da hinten hängt er rum. Cool, dass ich überall Töff-Töff-Haltestellen habe. Ich hätte keinen Bock, dahin zu laufen. So, einmal dahin getrifelt. So, jetzt aber. Ja, da ist Arlo und da ist dann wahrscheinlich auch Remington. Ah, und da ist auch noch die gute alte Mali. Der Remington humpelt irgendwie so ein bisschen. Wahrscheinlich hat er sich schon wieder verletzt. Leider ist das Duwurstpfeffer-Pulver. Mein Gott, mein Gesicht schwitzt schon beim bloßen Anblick. Du hast wirklich alles für mich durchgemacht. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um so einen tollen Freund zu verdienen. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, aber ich kann das nicht. Aber so kann ich das nicht essen. Das kann ich verstehen. Mir tränen schon die Augen beim Halten. Denkst du, könntest einen Pilzpfannkuchen machen? Gib ihn einfach. Gib einfach das Duwurstpulver auf den Pilzpfannkuchen mit Fruchtsoße. Okay, cool. Cool, Fertigungsanleitung. Okay, cool, dass es eine Fertigungsanleitung ist. Gut, dann werde ich jetzt halt wahrscheinlich erstmal mich um diesen Pfannkuchen kümmern. Weil das ist ja wichtig. Oh, das ist kacke. Wir brauchen die. Samen? Kein Samen. Warum habe ich Dünger dabei? Wollte ich den nicht abgeben? So, Albert ist gerade auch auf dem Heimweg. Kuva hängt gerade ein bisschen in unserem Haus rum. Lustig. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte diesen komischen Pilzpfannkuchen machen. Aki, du bist doch so fähig. Du kannst doch bestimmt Pilzpfannkuchen machen. Was sich echt übrigens widerlich anhört. Pilzpfannkuchen. So, ja, Aki, ich habe eigentlich was für dich. Ich weiß, dass du gerade viel beschäftigt bist, aber ich habe ein Anliegen an dich. Kannst du einen Pilz eintopfen? Fleisch ist schon mal falsch. Keine Königfischsuppe brauche ich auch nicht. Ich brauche ein... Was ist denn... Okay, wir hatten das dann offensichtlich noch nicht. Ich google mal kurz. My Time Portia Pilzpfannkuchen. Bitte gibt's das ja. Mushroom Crab with Fruit Sauce. So, wie kann ich das machen? Ah, die gibt's bei der Martha, oder? Ein Apfel, zwei Mehl und ein Pilz. Ein Apfel, zwei Mehl, ein Pilz. Das sollten wir eigentlich auch hinkriegen. Und hat nämlich Akt das Rezept. So, erstmal alles sortieren. Ja. Okay, Ak hat einfach nur seine Lagerkiste schon alles verbraucht. Hier.
hier, hier. So, ich brauche jetzt das erste Mal. Ein Apfel, das ist ein Aroma-Apfel, das ist kein guter Apfel. Wir haben doch irgendwo Äpfel. Das ist schon mal Mehl. Zwei Mehl, einen Apfel und ein Pilz. Hier ist schon mal ein Pilz. Jetzt brauchen wir nur noch Apfel. Das sind Äpfel. Perfekt. So. Zwei Mehl. Eins. Zwei. Eins. Zwei. So. So. Und jetzt kann ich hier den Lucien-Pfannkuchen machen, ja. Ja, cool. Ack ist hier, glaube ich, hart beschäftigt. Ja, touren da nur so rum, Ack. Ja. Dann gehen wir mal ganz kurz zum guten alten Remy. Wo rennt der schon wieder rum? Ganz ehrlich, kann der nicht einfach den normalen Weg gehen? Oder kann der nicht einfach vor meiner Haustür warten? Ganz ehrlich. Wer ist das vor ihm? Mint. Bäh. Und Musa. Guck mal, Gütiger, das köstliche Lucien-Pfannkuchen, den ich je gesehen habe. Es gehört dir allein, ich will ihn ganz bestimmt nicht essen. Sehr vorsichtig, das sieht ziemlich scharf aus. Vielen Dank, er scheint jetzt, wo ich ihn in die Hand hatte, irgendwie beängstigend aus. Den musst du jetzt schon essen, nach all der Mühe, die ich mir gemacht habe. Du hast recht, Layla, ich kann nicht zulassen, dass all deine harte Arbeit umsonst war. Runter damit. Oh, richtig lecker, total lecker, Hust, aber verdammt scharf, oh nein. Alles okay? Ja, da, danke vielmals, ich werde das echt nie vergessen. Es geht mir gut, Hust, das war es wert. Danke nochmal, wo ist der nächste Flussufer? Links von dir. Ja, der schafft das schon. Gut, der hat sich dann einfach weggespawnt, ist auch okay. Ja, gut. Hey, da rennt ein kleiner Neo, warum? So. Dann wir suchen jetzt die Yeye. Dann die Dana. Und dann gehen wir in die Mine. So, hier wächst auch alles wunderschön. Was hat Ak da jetzt eingepflanzt? Kopfsalat, okay. Ja, kann er ja machen. Ak hier. Ich habe da Dinge entnommen und jetzt kann ich sie wieder zurückbringen. Aber zurückbringen ist immer ein bisschen leichter. Einmal Mehl. Einmal Pilz. Und einmal Apfel. So. Was hat Ak da wieder rausgezogen? Dünger. Ach, Ak. So. Alles sortieren, ja. Ach, der hat schon wieder den ganzen Dünger aufgebracht. Das gibt's doch nicht. Was macht der Mann mit seinem ganzen Dünger? Hier hast du nochmal 20. Also ich weiß schon, warum wir so viel Dünger bereithalten. So, hier nochmal Aluminium, bis wir da mal 100 haben. Und die Aluminiumplatten laufen ja auch noch. Und der Rest interessiert mich gerade ein bisschen wenig. Weil das wird über Nacht jetzt alles ausgehen, wenn ich nicht pünktlich wieder da bin. Hier 15 Stück. Ja, das reicht. So, ich vermute nämlich nicht, dass ich noch rechtzeitig hierher schaffe dann wieder. So, ich finde es ungewöhnlich, Ginger auf der Minimap zu sehen. So, dann fahren wir mal einmal runter zu Ye. Dann wieder ein bisschen Geschenke verteilen, dann mit Siva reden und vielleicht auch mit Siva trainieren. Dass er sich vielleicht denkt, boah, ich steig auf. Heute steige ich mal auf. Und ja, vielleicht Yeye gibt ihm vielleicht einen Arschtritt oder so, man weiß es ja nicht. So. Yeye weiß ich gerade gar nicht, wo die ist. Ich hoffe, die hat noch offen. Sonst weiß ich nicht, wo ich sie suchen soll.
Ja, sie hat noch offen. Jejes Motel. So, wo ist die Alte? Da ist sie. Keine alte Frau. Hi. Ich hab da was für dich. Ja, ich könnte mir aufhören, ihr das jeden Tag zu schenken, weil sie halt echt schon jetzt bekannt ist. Aber ja, ich würde einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Layla Tastic Let's Play My Time Report hier. Wenn wir in die wunderschöne Dreiermine gehen und hoffentlich ein paar coole Sachen finden. Bis dahin. Tschüss.